Ja, natürlich hat man eine eigene Sprache, die aber in der Zeit eine Mischung aus ja, Türkisch und Deutsch war. Genau. Mehrheitlich Türkisch zu der Zeit. Aber die Sprache, also die deutsch-türkische Sprache oder die Mischung aus beiden Sprachen hat ja auch oder ihre eigenen Regeln. Du sprichst auch Türkisch und dir fällt plötzlich das Wort für, was weiß ich, schwimmen nicht ein. Dann sagst du halt, nimmst du das Wort für machen im Türkischen und fügst dann einfach schwimmen hinzu. Dann sagst du halt, sprichst du Türkisch, ich mache schwimmen. Ich mache auf Türkisch und schwimme auf Deutsch. So Wie klingt das spricht denn? man dann. Nur den Satz. Schwimmen yapıyorum oder schwimmen yapıyorum. Okay, das macht, man macht ein Ja. Patchwork, das macht das andere Genau. einfach nach aus einem Satz, verstehe. Genau. Aber bedient hat bei euch wahrscheinlich keiner dann, oder? Nee. War das Auch die Lehrkräfte nicht. in der Schule einfach auch gar kein Thema, dass man irgendwie gab keine Verbote oder so? Nee. Na doch, im Klassenraum sollte man kein Türkisch reden. Darauf wurde geachtet, Aber ja. ja, aber man hat es trotzdem gemacht. Ich finde es auch nicht schlimm. Wie gesagt.